Hallo, da bin ich wieder. Heute machen wir das Video fertig. Leider ist mir das letzte Mal der Akku leer geworden. Und jetzt geht's rauf zur Gloriette. Ich zeige euch mal die Gloriette, wo sie oben ist. Hier oben rauf, man sieht sie hinter dem Hügel. Soll die Gloriette zu sehen sein? Dann gehen wir mal los und schauen sich mal an, was wir dort oben so sehen. Heute ist es auch nicht so kalt wie das letzte Mal. Leider sehr dumm, dass der Akku leer war. Sollte man das Handy das nächste Mal anstecken, beziehungsweise die Kamera. Aber ich film das alles mit dem Handy, weil die Handys heutzutage eh so optimal sind wie eine Videokamera. Und es muss ja nicht so professionell sein. Dieses Video soll Spaß machen. Ich habe heute auch was zum Trinken mit. Müllermilch ist noch übrig da. Jetzt gehen wir mal da hinauf. Es sind auch weniger Muggels unterwegs als das letzte Mal. Und man sieht auch schon das Schloss Schönbrunn hier von hier oben schön. Weiter oben hat man dann eine viel schönere Aussicht. Ja, es geht schon ganz schön steil rauf. Also man muss da schon ein bisschen sportlich sein. So, ja genau, wer nicht weiß von euch, was die Muggels sind. Die Muggels, das sind die normalen Menschen vom Harry Potter Film, die glauben, sie sind normal. So, jetzt sind wir schon ein schönes Stück gegangen. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Ich zeige euch mal die Aussicht von hier oben. Leider spielt das Wetter nicht so mit. Bisschen nebelig, aber es regnet nicht. Ja, dann gehen wir halt mal weiter. Ja, das mit der Müllermilch ist eine eigene Geschichte. Die ist mir noch von einem vorigen Treffen, Date, übrig geblieben. Und das trifft sich gut, weil ich ja gesagt habe, beim Wandern ist es immer wichtig, was zum Trinken mitzuhaben. Ja, schaut recht gut aus. Wir sind flott unterwegs. Da werden wir gleich oben sein. Und die letzten Meter schaffen wir auch noch. Und wir sind oben bei der Gloriette. Wir gehen noch näher hin, schauen sich das Ganze auch von nahen an, wenn wir schon da sind. Dann gehen wir auch ganz nah hin, dass wir sie richtig sehen auch. Auch von der Gloriette, dann ist man dann auch höher oben, sieht man herrlich über die schönste Stadt Europas. Ja, den Enten dürfte auch kalt sein. Es sind nur zwei Enten im Teich. Man sieht sie wahrscheinlich nicht. Ja, so ist das eben. So, die ersten Muggels überholen wir jetzt. Ich habe euch hier schon erzählt, was die Muggels sind. Jetzt überholen wir gleich nochmal ein paar Muggels. Aber Gott sei Dank
Heute sind nicht so viele Muggels da. Ein paar Muggelkinder spielen oben auf der Klaviette, sehe ich gerade. Da sind wir. Wir wollen ganz rauf. Wir gehen zur Klaviette hinauf. Sollen wir mal schauen, was hier steht. Kein Eintritt. Klaviette-Café. Okay, Kaffee wollen wir heute keinen trinken. Ich bin eher der Teetrinker oder Kakao. Ich trinke keinen Kaffee. So, die letzten Stufen und wir können die Aussicht genießen. So, da sind wir oben auf der Klaviette. Herrlicher Ausblick über Wien, aber heute leider nicht so klar aufgrund des Wetters. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch einmal, ein Video zu machen, wo das Wetter besser passt. So, das war's auch schon wieder. Wenn ihr, hier hinten hat man gerade gesehen, einen Muggel vorbeigehen. Wenn ihr mein Video liked, also man hat mir gesagt, mein Sohn, wäre das von Vorteil, wenn ihr das Video liked. Das würde uns freuen. Also dann, bis bald.